Hallihallo und herzlich willkommen bei Alice Madness Returns. Mein Name ist Baumo und wir sind hier gerade schon wieder mitten im Kampf. Wobei, ja, wir sind nämlich genau da, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Vorsicht. So, da wollen wir erstmal hier uns ein bisschen Platz verschaffen, kleine Rolex-Bombe platzieren, wie wir das gelernt haben. Die sorgt dann natürlich schon für ab. So, auf ihn drauf. Hack. Ja, genau. So, jetzt war oh, da ist ja schon wieder einer. Du wirst zerschnetzelt, mein Freund. Und du auch. Ja, du. Und wo sind denn hier noch die anderen? Lalalalala. Haha, so nicht. So, kannst ja mal schießen, wenn du magst. Magst du mal schießen? Hui. Yay. Langsam habe ich nämlich auch gecheckt. Ich habe mir meine Videos nochmal angeschaut. Hier müssen wir einen Doppelschlag machen, damit es den umhaut. Zack. Und da liegt er. Und dann können wir jetzt finishen. Schön. Ah, jetzt komme ich auch mit den Krabben ein bisschen besser zurecht. So, letzte Folge war ich ja ein bisschen durch. Ach komm, wir gucken uns erstmal die schöne Auster an. Wir brauchen noch den Star. Den Star. Also dich. Oder einen Seestern. Ja, kann auch ein Seestern sein. So, kann sein, dass ich mich heute ein bisschen öfters rauspommen muss. Ich hab's heute nicht so mit den Stimmenbändern. Die sind ein wenig angeschlagen. Ich hatte das Wochenende ein bisschen einen über den Durst getrunken. Ja, sowas tue ich. Und am Sonntag war dann mit mir nichts anzufangen. Da habe ich also nichts Besseres gewusst, als den ganzen Sonntag vor meinem PC zu hängen und mit einem Kumpel Borderlands 2 zu zocken. Wir haben uns dabei dermaßen gegenseitig zugeschrien, dass mir nach 7 Stunden Dauerzocken irgendwann die Stimme wehtat. Und da so bin ich heute nicht so fit drauf. Hilf mir, Alice! Dieses Showplakat, es ist ruiniert! Was? Wenn ich es nicht wieder hinkriege, macht mich der Zimmermann zu Muschelkalk. Wieso ist denn das ruiniert? Weil ich draufstehe? Zu Muschelkalk? Der Zimmermann ist aber böse. Das ist eigentlich ein ganz netter Typ. Was? Wie? Warum? Oh. Okay, wir brauchen also noch 4 Blöcke. Aha. Schiebe die Puzzleteile so auf das Spielbrett, dass sich ein Bild ergibt. Das musst du allerdings mit einer begrenzten Zahl von Zügen schaffen. Oh. Ja, heute muss die Stimme des Verrückten mal leider weichen und einer gesitteten, normalen, ruhigen, flachen Erzählerstimme Platz schaffen. Geh da rein, Alice. Dankeschön. Gut. Ich muss jetzt nämlich mich auch ein bisschen sputen, dass ich noch genug Folgen zusammenkriege. Ich habe mich ein bisschen lange auf meinem Puffer ausgeruht. Die Folge muss heute noch gerendert und, wenn es geht, heute noch hochgeladen werden, damit man sie morgen gucken kann. Du wirst eingesammelt. Hilf mir, das Plakat wieder zusammenzusetzen. Und da muss ich ja noch ein bisschen Voraus machen, weil es ja bald Ostern. Mensch, wo gehe ich denn lang? Ich sehe nichts. Ah ja, super. Ja, und zu Ostern bin ich nicht hier. Da will ich ehrlich gesagt mir auch nicht die Zeit mit Computerspielen vertreiben, sondern so ein bisschen, ja, mit der Familie, ne? Ich brauche das Plakat jetzt. Ja, Mann, ich mach doch schon hin. Du olle Nervensäge, gib mir mal den Keks. Harte Schale, weicher Kern. Weicheikern. Nanu. Spring, Alice! Spring! Was? Wie? Was ist denn? Ey, ich war drauf. Ich bin mir sehr sicher, dass ich da drauf war. Also ich war da wirklich drauf. Also guck doch mal. Jetzt klappt's, ja, natürlich. So, wo sind wir denn hier? Oh, das ist nun wirklich interessant. Okay, ich glaube, wir sollten gar nicht lange warten. Und fix. Noch fixer. Ja, nein. Yes. Schnell! Sie können jeden Moment hier sein. Wer? Wieso bist du nun überhaupt schon wach? Meine Kleine. Nein. Was hat denn dich geweckt? Ich weiß nicht. Da drüben muss ich hin. Jusa! Ui. Das war mal wieder knapp. Ist irgendwie komisch, wenn man die ganze Zeit darüber nachdenken muss, dass man gezielt die Stimme unten lässt oder tief. Halte Sorgen und Qualen auf Distanz, da kannst du sie leichter vergessen. Wieso sollte man denn seine Sorgen und Qualen vergessen? Ich meine, ja, okay, kommt drauf an, was es für Qualen sind, aber auch Sorgen sind wichtig.
macht sich ja nicht ohne Grund Sorgen. Man sollte sich nicht nur von seinen Ängsten kontrollieren lassen, aber man sollte schon einen gewissen Respekt davor haben. Vor allen Dingen auch damit leben können. Achso, Grinsekatze hat was zu sagen. Komm, dann sag doch mal was, Mensch. Ich bin hier schon so oft vorbeigerannt. Na, wo? Hier war's doch gerade. Die Ordnung der Dinge ist mir oft ein Rätsel. Dir auch. Wo ist er denn? Da drüben. Kannst du nicht noch mehr sagen? Schade, das war's. Komm, wir brauchen noch eins. Das ist bestimmt hier hinten. Oh nö. Oh nö. Ihr blöden Eulen. Wow, komm da raus. Das gibt's ja wohl nicht. Hey, 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 hey. Der versteckt sich wieder, dann machen wir so. Ja! Und dann wird er zerstückeln. Oh nein, nicht sowas. Lass es sein. Na? Wow, 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 wow. Hier ist mal eine der großen Keule drauf. Ihr arbeitet im Team, hä? Ich sehe das schon. Wow, 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 wow. Ich bin ein bisschen schlecht gerade. Ein Kärtchen brauche ich hier. Das Brett. So, da haben wir nur noch die Krabbe hier irgendwo. Na, komm schon, komm schon. Ich wollte mich da jetzt hoch. Au, Mann. Au, 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 au. Kann ich so umhauen? Du hast zwar noch dein Dings da dran, aber ich will dich einfach mal... Nein, das geht nicht. Das geht ganz einfach nicht. Und ich kann im Anvisieren-Modus auch nicht springen, das ist ein bisschen nervig. Bam! So, jetzt weg. Hoch. Hoch. Und... Na, komm schon, was hast du noch? Was hast du noch? Ne? Ein bisschen langweilig da oben. Na komm, na komm. Ich bin hier. Jose. Hä? Wie, willst du mich verarschen? Na komm schon, komm, du willst doch auch. So, und jetzt aber fix, 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 fix. So, und rauf auf die Rolle. Krabbenbrüste. So, ausgewichen. Doppel Dash. Da kippt er um. Super, super, super. Kleiner Sesselpuber. Oh! Mhm, wie komme ich denn da hin? Ah, alles klar. Du, 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 du. Super! Schnell, bevor die Show beginnt! Oh, ich nutze meine Teleportfähigkeit. Wie funktioniert das? Wo gehören diese Teile hin? Das ist eine verdammt gute Frage. Ich war immer sehr, sehr schlecht in solchen Spielen. Beziehungsweise hat mir schlichtweg die Geduld gefehlt. Ich glaube, wir machen das mal so. 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 Und so. Und da war's das schon. Das war's. Kenos, ich bin fertig. Das war's. Das war's. Ach nee, Quatsch halt. Die muss hier. Zeigen wir uns unseren frenetischen Verehrern im Theater. Frenetisch? Ja, wenn du meinst. Darf ich da jetzt auch durch? Gott, ich komme mir heute vor wie so ein kleiner Brummbär. Aber besser ist das. Nicht, dass ich morgen keine Stimme mehr habe. Ich möchte ja morgen auch noch eine Folge aufnehmen. Und übermorgen. Und überübermorgen. Und dann habe ich Urlaub. Oh, das Walross ist ja wach. Mein Gott, du bist kein Impresario, sondern ein Mörder. Der Kopf eines kriminellen Unternehmens. Dies ist keine Entweder-Oder-Welt, Alice. Und ich habe dir gehorcht. Du hast ein paar Botengänge gemacht. Drecksarbeit. Wahnsinn. Die Show wird die Massen amüsieren. Schade, dass du sie verpasst. Du musst dich um diese Matrosen kümmern. Deine Zeit ist gekommen. Zeit? Zeit? Die Zeit ist gekommen, über Schiffe zu sprechen und das Gemüse und das Königshaus und ob Schweine fliegen können und so weiter. Genug davon, Walross. Du jammerst wieder über zu viel Zeit am Strand. Dein Geblubber nehme ich zum Frühstück. Schäm dich, Zimmermann. Du hast es versprochen. Ich hatte keine Wahl. Man kann nicht immer, wie man möchte. Ich dachte, das wüsstest du mittlerweile. Aber, ja, aber...
jetzt? Ich mache hier die Drecksarbeit. Er hat mich ausgenutzt. Man kann nicht immer, wie man möchte. Ein ertrunkener Seemann? Ja, dann bleibt doch bitte auch ertrunken. Oh. Ja, und nun? Ja, nein. Haha, das dachte ich. Wow, ausgewichen, angeschissen. Hella Bitch. So, komm. Das mache ich, die schaffe ich auch noch. Auch wenn es mir gerade so von Hosen her nicht gut geht. Oh. Oh, das... Ja, ja, ja. Ich hatte schon Angst, dass wieder so einer den wir kriegen. Komm schon, komm schon. Komm schon. Betrunkener Seemann. Guck mich nicht so böse an. Uiuiuiuiuiui. Wow, 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 wow. Komm, ich hau dich trotzdem, ob du am Boden liegst oder nicht. Genau. Aha. Hier sieht's ja doch ein bisschen gruseliger aus. Schweineschnauze. Schweineschnauze. Was ist denn das? Alter, was ist denn das? Da schwimmt ein Anker. Ein Ankerfisch. Das ist cool. Wo? Ja, wie, wo? Wo ist er denn? Ich höre sie doch. Ah. Du hast dich aber gut versteckt. Gesundheit. Ach, sag bloß. Komm, wir krempeln mal ein bisschen den Friedhof rum. So. Oh, weia, das sieht ja aus wie Soul Sand. Das klingt auch so. Ups, Steuerung invertiert, jetzt geht's wieder. Haustiere sind Freunde und unser geheimes Selbst. Auch dein Kaninchen. Deiner war bestimmt eine Vertraute. Immer für dich da, nicht wahr? Kaninchen? Deiner? Deiner war doch aber eine Katze. Kein Kaninchen. Ach, das Kaninchen, das Weiße, was sie immer sieht in ihren Träumen, oder wie? War das jetzt der Psychiater? Ich glaube, ja. Wo geht's denn hier hin? Hm. Mhm. Ich hoffe, ich übersehe nichts. Ach, übrigens, wo wir gerade bei Übersehen sind. Ich habe mich mal ein bisschen schlau gelesen. Und zwar habe ich einfach die Hilfe von Alice im Wunderland gelesen. Und mal geguckt, was ist denn mit diesen Flaschen... eine Überraschung, eine Überraschung. Was ist denn mit diesen Flaschen, mit dieser Flaschenpost auf sich hat? Und zwar gibt es die gar nicht im Extras-Menü. Da gibt es gar nichts zum Vorlesen. Ha, das verspare ich mir Arbeit. Nee, das sind sozusagen kleine Bonus-Dingense. Von beliebiger Form. In dem Spiel haben sie halt die Form einer Flaschenpost. Die kann man einsammeln. Und wenn man alle aus dem Gebiet eingesammelt hat, spielt man sich irgendeinen Bonusinhalt frei. Und ich glaube, der Bonus, den wir bis jetzt gekriegt haben, das war das Dampfmaschinenkleid aus der Domäne des Hutmachers. Und jetzt habe ich mich verlaufen vor lauter Gequatsche. Aber ich kann ja das Dampfmaschinenkleid nochmal zeigen. Moment, da drückt man nämlich einmal Pause. Und dann geht man in die... Wo geht man da hin? Ins Hauptmenü, glaube ich. Da will ich gerade gar nicht hin. Nee, ich will jetzt nicht ins Hauptmenü. Oh, wir konnten uns eine neue Waffe leisten. Hm, Steckenpferd? Oder das Ding hier aufleveln? Das benutze ich aber relativ selten. Ich glaube, das Steckenpferd kann man schon richtig cool machen. Oder wir warten noch, was wir als viertes Item kriegen. Weil da oben ist ja noch ein Kartenstapel offen. Hm. Ich warte mal noch ab. Und dann lasse ich mich von einer Laune treiben. So, wir sind da unten rein. Ja, da haben wir die Erinnerung gefunden. Jetzt können wir hier durch. Und was war das andere da? Hier, das Loch. Gibt es hier sonst noch was? Habe ich hier was übersehen? Vielleicht eine Flasche? Hm. Ich weiß es nicht. Tja. Ja, jedenfalls denke ich, diese Flaschen, also für mich persönlich, haben diese Flaschen, weil keine storyrelevanten Sachen drin sind, so Flaschen, da sind kleine Geschichtchen drin oder Briefe von Kinds an Kunz, Hinz an Kunz, ja, die haben für mich jetzt gerade extrem an Wert verloren, weil sowas wie ein neues Kleid, darauf könnte ich zur Not auch noch verzichten. Ui, der ist aber ganz schön groß, der Pico. Oh. Ach, noch so ein betrunkener Geist. Ist ertrunken, nicht betrunken. Aber das lässt sich ja manchmal kombinieren. Ja, komm. Ich schieße dir in der Hand kaputt. Oh, wie kommst du her? Das machen wir erstmal platt. So. Hui. Bei den Piraten hört man ja gut schießen.
Au, oh, oh, kein Eis, kein Eis. Komm, hau dich durch. So, den verballern wir einfach mal. Oh, da geht er in Deckung, das wie so Schwein. Da holen wir ihn raus. Sehr gut. Oh, 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 schade, die habe ich nicht mehr getroffen. Wow. Fuck, aber er trifft mich zum Glück auch nicht. Oh ja, super. Super, super. Oh oh. Josa. Schmecke meine Klinge. Freund oder Feind? Ich bin immer erstmal Freund. Bitte, Alice, hilf mir, meinen Schwur zu erfüllen. Ich brauche meine Männer. Sie mögen zunächst feindselig sein, aber ihre wahren Seelen sind gefangen. Du musst sie befreien. Wieso ist denn das jetzt mein Problem? Wollen Sie denn in Frieden ruhen? Sie selbst wissen nicht, was sie wollen. Was für die Lebenden gilt, trifft oft auch für die Toten zu. Das letzte Mal, als ich jemanden vertraut habe, hat er mich eiskalt ausgenutzt und ich habe dem eine ganze Ladung aus dann geschickt. Der hat die aufgegessen und ist fort. Er hat gesagt, ja, ich konnte es mir nun mal nicht raussuchen. Blöder Zimmermann. Blödes Walrus. Die war noch schon im Film ganz schöne Arschlöcher. Ich dachte, Alice wüsste das. Naja. Gucken wir mal, ob wir dem Menschen vielleicht den Geist. Vielleicht ist ja doch mal irgendwann einer dankbar. Hui. Gut, der Hutmacher war schlichtweg verrückt. Haben wir sonst noch für jemanden eigentlich gearbeitet? Außer für den Hutmacher und den Zimmermann? Ich muss gerade mal überlegen. Nee, eigentlich nicht. Cool. Oh, ich sehe da doch was. Ich sehe doch Augen. Bist du jetzt ein Boss oder sowas? Ja, okay, er ist weg. Da ist er. Er will mich verwirren. Oh, wow, 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 wow. Nur einer. Komm hier, ich mach mich erstmal hier ein bisschen besser. Messer läuft alles besser. Na, 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 na. Aber nicht mein Freund. Wow, ey, da bin ich super ausgewichen. Ey, da bin ich auch super ausgewichen. Da bin ich schon wieder super ausgewichen. Ey, der cheatet. Blöder Arsch. Hammers. Warte, komm zurück. Ich bin deine Rettung. Irgendwie. Ja, oder gib mir wenigstens ein paar Rosen, dass ich wieder leben kann. Oh, ich sehe Wrackhaie. Ich habe ein bisschen Angst. Oh, oh, das Bild sieht ein bisschen kaputt aus. Yes. Oh, Du ruhst dich da wohl hoffentlich nur aus, ne? Du hast es nicht irgendwie hinterrücks auf mich abgesehen. Eieieiei. Ach, du bist... Ach, du willst mir helfen? Du bist ein glühendes Seepferd? Oder ein Einzeller, ein riesiger? Nee, du bist ein Seepferdchen, ja. Okay. Ich aktiviere mal kurz meinen Schrumpfsinn. Die Haie fürchten sich wahrscheinlich vor dem... vor dem Licht. Ich bin heute aber schnell zu beeindrucken. Oh! Blöden Haie. Hab ich mir jetzt Zeit gelassen? Erkenntlichsten Dank fürs Erlösen. Traumhaft. Kein Problem, Digga. Sag Bescheid, wenn ich noch was für dich machen kann. Ach so. Ach nee, jeder hat sein eigenes Grab. Genau so, braves Mädchen. Seid ihr jetzt da unten zu zweit? Lasst euch mal anschauen. Ach, Tatsache. Cool. Ich wette, bei jedem glühen die Augen ein bisschen anders. Das wäre echt cool. Aber ein bisschen Leben fände ich auch immens nett. Ah, schau mal einer an. Cool. Die setzen mir doch gerade ein bisschen extrem zu. Oh, 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 oh. Gut, 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 gut.
Same procedure as every other. Ja, da ist er wieder. Was? Was wie? Einfach verfallen. Pass auf, da ist hinter dir. Wow, 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 richtig viele. Wie uncool. Wow. Wow. Wie uncool. Ich werde so mal. Ich kann heute leider nicht umgreifen. Scheiße. Ah, ich wollte einfach abhauen. Wow. Der andere Mensch da. Genau, genau, genau. Genau. Wo ist er denn hin? Haben wir ihn schon? Oh, wir machen echt extrem viel Schaden. Wie kann eine Seele so ignorant sein? Ich bin ein erhörtes Gebet. Naja, benimmst dich nicht gerade wie eins. Ich glaube, Gebete wollen eigentlich hauen. Oh, was ist los? Was ist los? Was ist das? Was war das? Was ist das? Was ist das? Ich beeil mich ja schon. Wow. Was ist das? Ist das die Dunkelheit, die mich... Oh, da trötet mein Wecker. Timer abgelaufen. Oh, komm, das mache ich jetzt noch zu Ende. Ja, ich will wirklich fortfahren. Ey, was war denn das? Muss ich im Licht von dem Seepferdchen bleiben? Das ist ja gemein. Ich habe doch so ein leuchtendes Kleid. Ach so, so machen wir das. Ach nee, dann, wenn ich jetzt nochmal von vorne anfangen muss, dann mache ich eine Aufnahmepause. Dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge. Ich bin der Baume und bis dahin sage ich auf Wiedersehen und ciao, ciao.